Da ist die eine wieder. Die eine. Boah, ich bin ein Glückspilz. Ich spreche sie heute an. Heute spreche ich sie an. Ja, ich spreche sie gleich mal an. Und wow, da ist ein Auto. Ja, ich müsste einfach nur Hi sagen. Hi. Oder direkt zum Punkt kommen. So, na, willst du mit mir gehen? Das funktioniert vielleicht in Superheldenfilmen. Ah, Superheld. Das müsste man sein. Ich bin Spider-Man und mein Spinnensinn meldet erhöhte Hotness auf 3 Uhr. Hey! Ich bin Batman. Hast du nicht vielleicht mal Lust, durch die City zu swingen? So wie man swingt, wenn man mehr als nur Freunde ist. Was? Na, swingen. Unter meiner Maske zwinge ich dir gerade zu. Vielleicht kannst du dir was... Sieht das aus wie ein Gesicht, das swingen möchte? Ich meine, du und ich, wir sind beide Superhelden. Das würde super gut zusammenpassen. Also ich... willst du mit... Ich liebe diesen Song. Batman! Ach, nee. Es müsste so sein wie in einem Musical. Da funktioniert immer alles. Ah, Fail. Man müsste die Macht haben, so wie ein Jedi. Du willst mit mir gehen. Das funktioniert bei anderen Jedis nicht. Verdammt. Dann lass uns um ein Date kämpfen. So sei es. Komm auf ein Date mit mir. Niemals! Du hast meinen Vater getötet! Nein! Ich bin dein Vater! Ach, nee. Ohne Worte wär's, glaube ich, viel einfacher. Ja. Nee, oder ich mache hier einen Antrag. Oder einen Vertrag? Dann würde ich hier einmal Ihre Unterschrift für das Händchen halten in der Öffentlichkeit. Bitte einmal auswählen, entweder wöchentliche Familienbesuche, gute Nachtküsse oder geänderter Facebook-Status für die gesamte Vertragslaufzeit. Laufzeit? Na, mindestens 2 Jahre Vertragslaufzeit mit einer Schlussmachfrist von 3 Monaten. Schlussmach? Es gibt natürlich ein Sonderschlussmachrecht bei Fällen von Fremdgehen, Olivenessen oder dem Diebstahl eines Joghurts. Hier brauche ich noch einmal Ihre Unterschrift. Bitte helfen Sie mir, da ist ein komischer Mann in meinem Haus. Nee, klappt nicht. Denk nach, Ju, denk nach. Wie, wie in einem Anime. Oh, ja! ジャパニーズハイライト俺だってやるときはやるんだぜ俺だって俺だくらえ Willst du mit mir gehen? Nö. Ja! Yeah! Das war nicht mal meine finale Form! Yeah! Willst du jetzt mit mir gehen? Nö. Nicht mal meine finale Form! Ah! Willst du jetzt mit mir gehen? Nö. Das war nicht mal meine finale Form! Ah! Nee. Ah, Sitcom. Du musst sie ansprechen. Aber wie denn? Sag einfach... Hi, willst du mit mir gehen? Ju, stell dich jetzt nicht dumm an. Das ist ganz easy. Einfach lächeln, Blickkontakt halten, halten. Oh, yeah! Wow! Nee, aber ich hab, glaube ich, die... Oh, ich hab die Ultra... Krumm, ich bin eine Banane, Ah! Ich bin vom Baum gefallen. Ich bin ein Apfel. Hey, Apfel. Hey, Banane. Willst du ein Stück Banane? Ich bin minderjährig. Schlechte Idee. Ich glaube, ich muss einfach viel primitiver denken.
Uka, uka. Warum du haben Stock? Das Keule, Frau Hunger, Mann jagen, dann. Für brauchst du große Keule. Das kann doch nicht sein, Mann. Vielleicht müsste ich einfach spielerischer denken. Wäre sie nur echt, würde ich fragen, ob sie mit mir gehen will. Willst du mit mir gehen? Welcher Rang bist du? Bronze. Aber nur wegen meinen Legs. Verdammt. Das klappt alles nicht. Vielleicht sollte ich einfach ich bleiben. Typisch ich. Typisch du. Ich gehe hin. Ganz easy. Was soll schon passieren? Ich gehe hin und sage einfach, ah! Hi. Hi. Darf ich ein Autogramm für meinen Freund haben? It's a prank, das war meine richtige Hand. Das Witzige ist eigentlich, dass ein Teil dieser Story mir wirklich passiert ist. Heute im Supermarkt hat mich ein mega hübsches Mädchen voll lange angeschaut und ich habe mir schon komplett vorgestellt, wie das eine Szene in einem Liebesfilm sein könnte. Plötzlich passierte es. Sie spricht mich an und fragt nach einem Autogramm für ihren Freund. Das ist einfach so real. Ja, Leute, das Leben schreibt die witzigsten YouTube-Videos. Overthinking. Wir sollten nicht zu tief in Gedanken versinken und uns alle möglichen Szenarien ausdenken, was passieren könnte, was passieren wird, was passiert. Gedanken können manchmal wirklich echt anstrengend sein und Befürchtungen auslösen, für die es eigentlich gar keinen Grund gibt. Und in negativen Gedanken kann man sich auch sehr schnell selbst verlieren und das reale Leben verpassen. I am the one away. Und diesbezüglich jeder Situation, ob es der erste Schritt ist, das eine Mädel anzusprechen, den einen Typen anzusprechen, den Dreamjob anzugehen oder den ersten Schritt auf den Mond zu machen. Weisheiten, Drew is back. Whatever, ever, ever. Was ich eigentlich sagen wollte, das Mädchen in diesem Video, Annie the... ist das Mädchen aus dem Supermarkt. Nein. Annie hat nicht nur geholfen bei Kostümen, sondern macht auch selber YouTube-Videos. Ihre Videos sind super witzig, schaut gerne mal vorbei. Für mich ist sie auch ein super Newcomer. Verlinkt unten in der Beschreibung. Es gibt so wenige Mädels, die Comedy machen. Wir brauchen mehr Mädels. Dankeschön an alle Leute, die mitgemacht haben. Ihr seid alle verlinkt in der Beschreibung. Auch du, Vince, bist verlinkt in der Beschreibung. Nein, du bist zweimal verlinkt, Vince. Zweimal. Schreibt gerne mal, wie ihr das Video fandet. Und ich bin jetzt aktiv in den Kommentaren und gucke, was ihr so schreibt. Manche bekommen auch einen Like. Und lösche auch manchmal Kommentare. Komm rein, trau dich. Oh, stell dich mal vor. Hier. Hallo. Ach, ja, und noch was. Erst wenn ihr die Glocke aktiviert, könnt ihr alle unsere Videos mitverfolgen. Beim Aktivieren der Glocke müsst ihr dann auf alle Videos klicken und nicht auf gelegentlich. Dann seht ihr nur jedes 12. Video, keine Ahnung. Surprise. We'll be right back.